So, hi Leute. So, nach nur 2,5 Stunden Telefonie geht's weiter mit unserer Lunar Lander Serie. Ich glaube, das ist jetzt Teil 5. Teil 5, ich glaube Teil 5. Und wir gucken uns mal an. Also, wir haben hier irgendwie eine Variable w. Und die Variable w, die wird hier, taucht hier oben auf, kommt von nirgendwo her. Das heißt, sie wird hier oben gesetzt. Das heißt, wir können hier sagen, local w. Und das ist, und w würde ich sagen, ist in diesem Fall miles per hour. So, und ich würde sagen, jetzt irgendwie einfach mal miles per hour, weil das ist das, was sie hier hinten drucken. Hier hinten drucken sie miles per hour. Und das berechnen sie aus der Velocity. Mit einem, so eine Zahl hier, es nennt sich übrigens, das ist eine Magic Number, das heißt, es ist eine feste Zahl, die hier irgendwie eingegeben ist und die man tausendmal suchen muss im Code. Das macht man eigentlich nicht. Ich will aber jetzt sehen, ich will gar nicht den Programmierer von diesem Programm bashen, weil damals gab es diese ganzen Möglichkeiten nicht, das darf man nicht vergessen. Und die Entwicklung, die wir hinter uns haben, die hat eben schon die hat diese Probleme, also das, was ich jetzt damit, wo ich jetzt gerade kämpfe, dass ich versuche hier rauszukriegen, was tut dieses Programm eigentlich? Das sind Sachen, die das sind Sachen, die damals eben dazu geführt haben, dass es eben diese neuen Programmiersprachen gibt, die mit lokalen Variablen arbeiten. Also hier habe ich jetzt eine lokale Variable genommen. Ich hoffe, dass das funktioniert mit dem Ding hier. Ansonsten gibt es gleich ein Problem. Ich lasse gleich mal einen Testlauf machen. Hier haben wir wieder w wird nirgendwo anders benutzt als hier. Das heißt, wir können sagen, local w ist das wieder eine. Das hat hier aber eine andere Bedeutung, wenn ich das richtig sehe. 1 minus Maß mal Step durch Gravitation mal K. K wissen wir noch nicht, was es ist. Was ist das? Das sieht aus wie. Das ist eine Geschwindigkeit. Geschwindigkeit Quadrat plus Velocity durch Graph. Das sieht aus nach einer Geschwindigkeit. Ist das Miles per Hour? Kann ich nicht sagen. Ich benutze jetzt einfach mal denselben. Das ist nicht Miles per Hour, das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwie 1 minus Maß mal Step. Data Step. For Step nenne ich das, denke mal. For Step. Ich weiß nicht, ob es For Step ist. Ich denke, dass das irgendwie so eine praktisch irgendwie eine Geschwindigkeit ist, die jetzt gerade irgendwie lokal vorliegt und die lokal genommen wird. Und deswegen nenne ich das Ding erstmal For Step und hoffe, dass das mit For Step, dass ich damit nicht richtig, dass ich damit richtig liege. Ich gucke noch, ob es irgendwo anders benutzt wird. In unseren Funktionen wird es jedenfalls nicht benutzt. W wird nirgendwo anders benutzt, wie wir sehen, nirgendwo. Und das heißt, das sollte eigentlich jetzt sagen, ist, wir haben praktisch eine neue Variable eingeführt. Jetzt haben wir noch S. Wo kommt S eigentlich her? Hier wird S benutzt. Bei Check Fuel. K ist unser Schub. Das heißt, K können wir irgendwie auch schon mal setzen. Das ist das erste, was wir sehen. K ist. K ist unser Schub. Und das. Wie nennen wir das? Thrust. Genau, K nenne ich einfach mal Thrust. Also erstmal suche ich mal nach K. So, damit ich das nicht übersehe. Und ich nenne K jetzt Thrust. Thrust. Und damit werden die Formeln halt ein bisschen übersichtlicher, ne? Das heißt, wir
können nachher sehen, wenn wir die Funktionen irgendwie uns gleich angucken, was diese Funktionen eigentlich machen und ob wir das nicht vielleicht ein bisschen übersichtlicher hinkriegen. Ah, hier haben wir Trust und Trust. So. Noch irgendwas? Nein, nein, nein. Nein, nein. Hier ist Trust. Trust und da haben wir Trust. So, S ist ein Delta T, würde ich sagen. Der Delta T heißt irgendwie, das ist die Zeit, die in unserer Simulation vergeht. S ist gleich T. Ja, T, T. Dann machen wir erstmal mit T, fangen wir an. Was ist T? T ist unsere Simulationssteps. Ich nenne das jetzt einfach mal T als Simulationssteps. Ich weiß, das ist momentan ein bisschen mühselig, aber so ist das eben halt. Ich nenne das jetzt SimStep. SimSteps. Kann ich das hier irgendwie Steps nennen? Ich kann das Steps nennen. Und haben wir irgendwo, wo wir mal Steps sind? Nee, 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 nee. Das wird hier irgendwie klein. Wo wird das T mal irgendwie neu gesetzt? Wo wird das T verändert? Das können wir dann sehen. Irgendwie, das wird wahrscheinlich in unseren Simulationen irgendwo passieren. Hier nicht. Hier nicht. T ist konstant, ne? Da wird T neu gesetzt. T, das ist unsere. Das ist Time to Simulate. Nicht Time to Simulate. 10 ist ein Time to Simulate, ne? SimTime. SimTime, das wird irgendwie immer die Zeit, die wir verbrauchen, bis wir einen neuen, bis wir, bis sie, also SimTime, das ist auch unsere, die Zeit, die wir berechnen. Und wenn die abgelaufen ist, dann brauchen wir eine neue Eingabe. Ne? Das heißt, bis zur Eingabezeit simulieren wir den Kram. So, SimTime, das ist jedes Mal irgendwie 10 Sekunden. Und das können wir hier. Und Seconds. Until next input können wir da hinschreiben. SimTime, jetzt suchen wir noch weiter, wo irgendwie wir unseren T haben. Hier nicht, da nicht, da nicht. Das ist alles nur Text. Hier nicht. Und ich glaube, ich hatte es oben gesehen bei den Funktionen. Und hier ist SimTime. SimTime ist gleich SimTime. Minus. Und jetzt haben wir S. Und S nenne ich jetzt Delta T. Delta T ist praktisch der nächste Step. Also S ist der SimStep. Nenne ich das hier einfach mal, ne? SimStep. S ist SimStep. 6 gleich 0. So, SimTime. Und warum fängt das hier an mit Check Fuel? Achso, das ist, wenn das ausgelaufen ist. Dann ist das Step. Ansonsten wird das hier berechnet. SimStep. Jo. So, und suchen wir mal nach S. Okay. Step ist gleich sowieso. Seconds, hier haben wir SimStep. SimStep können wir auch Delta T eigentlich nennen. Das machen wir gleich. Ich mache gleich ein globales Suchen ersetzen. Das ist mir noch nicht. Ich bin noch nicht mit zufrieden. SimStep. SimStep. Delta T, also DT schreibe ich dahin. SimStep ist gleich zweimal alt durch D, was auch immer das heißt. Und hier haben wir nochmal SimStep. SimStep. Und
das war's. Und oben haben wir auch hier SimStep. Quadrat. Okay. Und damit haben wir eigentlich diese Sekunden jetzt abgearbeitet und da ist er noch. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Und ich bin noch nicht zufrieden damit. Das heißt, wir gehen hier nochmal rein und sagen global suchen, ersetzen von SimStep gegen Delta T. Okay. Haben wir gemacht. So, jetzt habe ich das irgendwie überall also gesucht oder ersetzt und Delta T ist an der Stelle jetzt korrekt. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Funktionen, die wir uns mal angucken müssen. Und da gucken wir jetzt mal rein, was dort passiert. Haben wir noch irgendwelche Variablen, die wir nicht verstanden haben? Lalalala, gucken wir mal kurz durch, ob hier noch Großschrift ist. I ist noch nicht da. I haben wir noch nicht verstanden. J haben wir nicht verstanden. Naja, schau mal hier. I und J haben wir definitiv nicht verstanden. I und J ist hier, wird I und J, also I und J wird hier berechnet in diesen Dingern hier oben. Und ansonsten gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, das ist irgendwie definitiv eine Funktion, die hier oben von dieser 11.2.420 kommt. Und ansonsten sehe ich J nicht verwendet. Sehe ich das richtig? Nee, nur hier unten wird das benutzt, um Velocity und das ist Delta Velocity, würde ich sagen. Ja, das ist Sim Velocity oder so. Das ist irgendwie ein Wert, der jetzt hier ausgegeben wird. Alt und wild. Sim V und Sim Alt, I und V. Okay. Das heißt, wir haben hier J ist Sim V. Sim Velocity. Velocity. Ja. Okay. Und das ist eigentlich New Velocity ist das, ne? New Velocity. Nicht Sim Velocity. New Velocity und New Velocity. Und hier haben wir New Alt. New Alt. Und New Alt. Okay, so, das heißt, wir haben diese beiden und jetzt gehen wir nochmal durch, ob wir die wirklich nirgendwo haben. Hier ist Velocity and, ups, J war jetzt, ups, was war jetzt für J? Mal kurz gucken, was war das nochmal? J ist Velocity, ne? Okay. J ist also Velocity. Also wenn hier and New Velocity. New Velocity gleich 0 und ansonsten gibt es das nicht, ne? Nö. J. Das ist nicht vorhanden. Okay, und jetzt wollen wir nochmal groß I suchen. Das ist hier bababab, bababab. Im Text. Und hier. F new alt ist das, ne? Alt. Okay, dann go. So. Und hier haben wir noch. Oh.
J war New Velocity, ne? Oh Gott, jetzt habe ich das. Das muss ich noch mal kurz überprüfen. Das war jetzt ganz unten, ne? Okay, das war das Originale. I und J, okay. Das ist also richtig. Das eine ist. Okay. Also, wenn J kleiner gleich 0, dann Simulation Main. Wenn New Velocity größer. Nur dann go to check fuel. So, das war das untere ist. Das untere war J. J, das untere war J. Und J ist. J ist. J ist die. Und das ist ja. Velocity ist. J ist Velocity. So, das heißt, jetzt haben wir irgendwie diese elenden Sachen irgendwie raus. Wir haben hier ein paar Werte drin, die ich irgendwie Magic Numbers nenne, was irgendwie teilweise ätzend ist, aber so ist das halt. Dann haben wir ansonsten kein I und kein J mehr. Wir haben jetzt keine Variablen mehr, die wir nicht verstehen, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt können wir das gleich mal angehen. Ja, da. Eine haben wir noch. D. Gut, da gehen wir gleich nochmal ran. Ich mache mal kurz eine Pause. Kann man eine Pause machen hier? Nee, man kann keine Pause machen. Man kann nur stoppen.